Professor Ralf Lobeck von der AMD-Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Sie sind ein Experte für Virtual Reality. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Virtual Reality ist auf der Schwelle zum Massenmedium. Ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich keinen Bereich des täglichen Lebens gibt, wo Virtual Reality nicht sinnvoll einzusetzen ist. Inwiefern wird die Technologie das Fernsehen, das klassische Fernsehen auch verändern? Für das Fernsehen bietet VR eine gute Möglichkeit, den Content, den Sie haben, zu verlängern ins VR, oft über Apps, die man zusätzlich zu diesem Sendeformat anbietet, um dann eben einen individuellen Zugang VR 360 Grad zu ermöglichen. Ist auch vorstellbar, dass ich so im ganz klassischen Programm Sendungen habe, wo ich dann eben über so eine VR-Brille nicht davor bin, sondern mittendrin. Da gibt es durchaus auch jetzt schon Beispiele, dass man Fernsehen über VR-Brille anschauen kann, aber man ist gleichzeitig in einem Raum, der zu diesem Inhalt passt oder vielleicht auch zu dem Sponsor passt. Sponsor ist ein gutes Stichwort. Interessant ist ja auch, was das für Marken bzw. für Marketing, für Werbekunden bewirkt. Wie verändert Virtual Reality die Brand Experience? Also für die Markenwahrnehmung ist Virtual Reality ein ganz, ganz tolles Medium, all dieweil wir wirklich, wie Sie sagen, Erlebnisse schaffen können, individuelle Erlebnisse. Sie können den User, den Betrachter in Situationen versetzen, um das Produkt zu erleben, was sonst theoretisch nicht möglich wäre. Können Sie das nochmal kurz erklären? Da gibt es Beispiele, mir fällt zum Beispiel ein Dior, ja, also der Luxusanbieter Dior, der über VR Möglichkeiten schafft, die exklusivsten Modenschauen zu sehen, Backstage wie Frontstage zum Beispiel. Oder, was fällt mir noch ein, Mountain Dew. Ja, also der Getränkehersteller, der das Erlebnis mit, in dem Falle mit Lifestyle und ganz Extremsport kombiniert und man macht einen Fallschirmsprung, währenddessen das Produkt natürlich ganz stark im Vordergrund steht. Schöne Aussichten, vielen Dank.